Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Ich wünsche mir, dass ich ganz, ganz viele Geschenke zum Geburtstag bekomme. Oha, denkst du, das wird in Erfüllung gehen? Okay, pass auf. Dass wir auf einer Skyblock-Lucky-Block-Insel raufkommen. Boah, das ist ja auch cool. Und mal gucken. Wo sind wir denn? Jo, wir sind auf einer Lucky-Block-Insel. Lucky-Block-Insel, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ja. Ey, vielleicht cool. Hast du zu Hause, wenn du nach Hause kommst, ein krasses Geburtstagsgeschenk oder so. Ganz viele Geschenke, stimmt. Okay, warte mal. Das heißt, ich mach mal hier den ersten Lucky-Block auf. Oha. Oder was ist hier? Oh, guck mal hier in die Kiste rein, Essen. Alter, Essen und Spitzhacken und warte mal, ne? Ich setze den Wassereimer direkt mal hin, falls wir runterfallen sollten, dass wir nicht direkt nach ganz unten fallen, ne? Soweit kommst du. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mache mal hier weiter jetzt Ding jetzt hier auf. Mal gucken. Oh Gott. Oh, okay, und 5 Dias. 5 Dias? Holzplatten? Direkt schon Dias. Was ich hab Lytra. Was hast du genommen? Du hast meine Lytra genommen. Achso, hier, ich droppe dir. Ich hab Goldäpfel. Oh mein Gott. Was hast du gemacht, Gott. Alter? Hey. Hau die weg. Nein. Ey, was? Ich brauche Raketen, Alter. Dann kann ich nach oben und dann mit der Elytra rüberfliegen. Was denn das? Hä? Ja, das hab ich ja auch gerade. Ich bin eine Karre. Ich muss eine Karre ziehen. Okay, warte. Dann lass mal. Nachtsicht-Potion. Goldäpfel. Hier. Oh, ich hab 4 Goldäpfel. Ja, ich auch. Ich hab die gerade bekommen. Ich esse auch gleich mal ein, weil... Oh mein Gott, genau jetzt deswegen. Ey, Alter, ich falle schon wieder runter. Hier ist ein Flugzeug gespawnt. Stimmt. Was? Hä, stimmt. Warte mal, damit können wir fliegen, oder? Wann machen wir Blöcke? Ich glaube... Sag mal, du kriegst alle Items, die ich aufmache. Gar nicht. Doch, du hast den verzauberten Goldapfel bekommen. Ach so. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, damit. Ja, hier. Ich geh mal... Oh, Digga, hör doch auf! Hä? Bist du jetzt da? Was machst du? Ich wollte gerade zum Flugzeug springen, Alter. Und auf einmal baust du halt die Blöcke ab, wenn ich gerade rüberspringen will. Oh, ja. Ey. Ja, guck mal! Ist das... Wow! Wo bist du? Ja! Hol mich ab! Ich sammel dich ein, Alter! Ich komm jetzt, ich komm! Hier bin ich unten. Unter. Ja, du musst hochkommen, du musst hochschwimmen. Ich kann nur eine Höhe, glaub, oder? Okay, warte. Ich komme. Oh Gott, es ist nicht ganz so leicht, wie es vielleicht aussieht. Spring rein! Ja! Nein! Jawohl! Oh okay, wohin? Wohin? Oh mein Gott. Zum Großen. Lass jetzt im großen Lucky Block. Genau, lande da oben drauf. Okay. Hä? Ja, drop mich runter. Hallo, bitte runter. Okay, und raus! Raus! Oh, das ist doch viel zu hoch, Raus! Oh mein Gott. Okay, Alter, hier sind ganz viele Lucky Blöcke für unsere neue Insel, ne? Ja, sehr gut. Ich hab hier... Oh, Holz. Denk dann, du kannst die Sachen abbauen, ne? Diese Items, diese Karren und so. Ich geb dir mal einen Elytra, weil dann kannst du, wenn du runterfallen solltest, schnell einen Elytra spannen aus dem Flugzeug. Wie unser Fallschirm, weißt du? So, stimmt. Dann können wir zur Not auch wegfliegen. Was ist denn das? Was ist das denn? Hier ist ein Ogre. Oh mein Gott, stimmt. Hallo, netter... Der ist voll schnell. Ich würde den lieber nicht hauen, wenn ich du wär. Aber ich bin mit den Items, die wir bekommen, eigentlich ganz zufrieden. Also, die sind eigentlich immer ganz cool. Oh mein Gott! Okay, wir müssen hier weg. Bauen wir schnell ab. Wieso? Was hast du gemacht? Ja, alles gut. Alles gut. Da ist so ein komisches Seemonster, was auf einmal kommt. Kannst du das hauen? Ist das gerade? Nee. Okay, Rückzug. Komm rein. Komm rein! No! Hey. Oh mein Gott! Schnell! Nein, lass mich nicht zurück! Kaspar! Warte! Ich komm nicht rein! Komm rein jetzt! Nein! Du bist so unkorrekt, Digga! Ey, warum warst du denn? Wie kann man nur so drauf sein? Warte mal, ich flieg noch mit dem Elytra. Sammel mich ein hier unten, schnell. Sammel mich bitte ein. Ich komme. Bitte, ja, bitte. Du bist viel zu weit unten. Nee. Nein, warte, ich schaff's noch. Ich komm zum Wasser. Es geht nicht. Ja. Okay, Abflug. Wir gehen zum neuen... Links, oder? Oder rechts? Rot, wir gehen rot. Ganz auf die Insel hier rauf. Auf die ganz große Insel. Oder links, auf das Schiff. Da links. Das Schiff gehen wir gleich hin. Oh ja, okay. Sag mal, warum, krass aus. Warum landet der hier nicht? Ja, das ist das, was ich meinte. Und raus! Elytra! Oh Gott, Alter! Boah, das war ein Sturzflug hier. Warte. Hä? Ah! Pass auf, hier ist eine Drache! Drache! Wo ist ein Drache? Pass auf! Aua! Oh, ich bin gleich tot! Der speit Feuer! Alter! Oh mein Gott, noch so ein Wärter! Ey, Ich lock die alle zu dir! Lauf! Was hast du? Lauf um dein Leben! Was hast du gemacht? Lauf um dein Leben! Oh Gott, jetzt fliege ich mit meiner Elytra. Okay, warte, ich sammle dich ein.
Ich komm! Ich gehe zum Wasser vorne hin. Okay, ich kann nicht einsammeln, ne? Ich bin jetzt beim Wasser. Bist du auch da? Wir brauchen mehr Items, das heißt... Oh Gott, nein, 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 nein. Nein! Ich glaube, okay, ich bin runtergefallen. Okay, ich bin Oh Gott, sehr gut. Ich habe das Flugzeug aus Versehen abstürzen lassen. Das heißt, das ist weg. Auch nicht dein Ernst. Okay, dann lass uns dingsen. Aber, ja, wir haben ja noch genug hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese ganzen Skelette schon wieder. Oh. Ey, aua! Nein. Alter, hier sind nämlich Wegen. Ey, das kann nicht angehen. Was machst du? Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Ja, ich hab dieses Skelett schon wieder geholt. Ich habe jetzt voll eine Idee. Komm mal mit. Warte mal, ich gebe dir mal was, okay? Okay, was gibst du mir? So, hier, komm jetzt hier. Nimm mal die Blöcke da auf, bitte. Ja. Schnell, ja. Und jetzt bau dich nach ganz oben. Und jetzt springen wir gleich auf diese Raumschiffinsel. Mit der Elytra. Okay, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Das reicht sogar fast schon. Wie, wo bist du denn? Baust du mal hoch oder? Ja, hier oben. Ach so, ja, warte, ich komm. Okay, okay. So. Und dann fliegen wir wohin? Auf welche Insel? Dann fliegen wir auf dieses Raumschiff. Ich bin mal gespannt. Das ist nämlich ein blauer Lucky Block, den es da gibt. Da vorne. Da oben ein drauf. Ein Raumschiff. Alter. Siehst du das? Genau vor uns. 12 Uhr, du guckst in die falsche Richtung, glaube ich, ne? Ja. Na, ich baue mich jetzt gerade hin. Ne, so ist richtig. In die Richtung, wo du guckst. Okay. Glaubst du, das reicht? Eine Lucky Blöcke auf dem Weg. Wir hören noch zur Not bei den Dingern landen. Ja, ich spring ab. Okay. Wow! Ja, sehr gut. Das reicht ja, da reicht ja locker. Oh nein! Böse Monster, Raumschiff! Nein, ich lande hier nicht. Weiter! Ich lande auf dem hier. Ich brauche mehr Equipment. Ich muss hier weg. Da steht irgendwas. God Island Smuggler? Was ist denn das? Ich brauche jetzt mal ein paar. Das ist ein Gott! Das ist ein Gott! Wie meinst du ein Gott? Das ist einfach ein Gott! Das ist einfach ein Gott! Eine Diabrustplatte. Ey, wir müssen. Und eine Diaschuhe. Wir kriegen, glaube ich, mit der Zeit bessere Items. Das heißt, du musst auf jeden Fall. Oh nein, verdammte Axt, ich bin gleich. Ich komm zu dir. Wo bist du? Das Inventar ist voll, sehe ich gerade, ne? Wo bist du? Auf der Lucky Lock Insel hier. Da war echt nicht mit zu spaßen mit dem Gott da eben oben. Ja, ist klar. Oh, ich hab ein Totem. Oh, hier ist ein Bett. Ein Totem. Oh nein. Was spawnst du denn da, sag mal? Goldapfel essen. Goldapfel mag ich gern. Einer ist da noch. Ja, sehr schön. Alter, der Okay, pass auf. Ich mach jetzt mal eine Crafting Box. Ich kann uns beiden nämlich jedem ein Dierschwert machen. Hier liegt ein Ei. Das schlüpft. Oh nein. Warte mal, kannst du auf dem reiten? Oh. Kannst du auf dem reiten? Das hab ich gemacht. Du hast ihn verärgert. Ich hab ihn aussehen vergiftet. Hier sind noch ein paar Zaubertränke, sehe ich gerade. Ne? Zu denen sage ich auf jeden Fall nicht nein, wenn ich hier so... Ich hab hier auch noch einen Nachtsicht-Trank von uns. Zack. So, jetzt haben wir das. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe auf jeden Fall Sprungverstärkung. Ich brauche langsam mal was Krasses. Ich dachte, in Lucky Blöcken ist auch mal so eine verzauberte Dia-Rüstung oder sowas. So richtig krasse Rüstung. Ich habe jetzt eine Sprungverstärkung. Kannst du, glaube ich, 2 Blöcke oder so hochspringen, ne? Ja. Oh nein, wir müssen hier von der Insel runter. Ich würde sagen, lass uns mal equippen, damit wir auf die Raumschiff kommen können. Wieso? Oh nein. Oh Gott, was ist denn das? Was hast du da gespawnt? Komm rein, Alter. Das ist ein Jet. Okay, da kann man nur alleine drin sitzen, glaube ich. Komm rein hier, schnell. Probier reinzukommen. Geht nicht. Okay, nein. Okay. Ey, verdammt. Ich muss das Ding jetzt irgendwie holen. Ich fliege jetzt hier erstmal hier oben hin. Ich muss es runterhauen. Aussteigen. Ja. Okay. Hast du runtergehauen? Ja, es fällt runter, ja. Okay, ich hoffe, ich krieg jetzt noch irgendwelche... Ich hab noch slow abbauen, ich hab noch langsam abbauen. Ich hab auch noch langsam abbauen, das nervt voll. Komm mal rüber hier auf die Raumschiffinsel, Alter, hier ist voll das krasse Paradies. Geht ja nicht, wie denn? Rüberbauen, Elytra, wie auch immer, irgendwie so. Okay, ich mache Elytra. Das ist ein Oger. Ich hab dich angezogen. So, ich bin bei dir, aua. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, pass auf hier, hier sind direkt schon Monster. Ja, warte mal, den hol ich, pass auf. Alter, Kollege, haben wir beide ein Problem oder haben wir beide ein Problem? Hä? Oh. Was machst du? Jetzt komme ich da nicht mehr ran an den. Das war außer Sinn. Okay. Alter, hier ist ein riesen Oger, sehe ich gerade, ne? Ja, ich würde da auch bloß aufpassen, Alter. Das ist ganz, ganz gefährlich. Aber ich muss jetzt ein bisschen... Oh ja, das ist gut. Ich kann nicht abbauen, weil ich das so, weil ich hab langsam abbauen. Das ist auch Dreckschaden, nicht? Ne, River. Okay. Ich mach den Oger zum Dingens. Ihr kriegt einen River. Kill den. Bam, Junge, du Oger. Bam, du Oger. Ich hab ihn. Oh, ich hab dich getroffen. Darf nicht wahr sein. Guck mal, was die haben. Siehst du den Gott da oben? Der lacht da auch ganz laut. Hörst du das? Welcher Gott? Komm mal hier hoch. Ich zeig dir mal was. Okay, was komm mit. Hier oben ist der. Ein Gott, oder was? Ja, hier links jetzt. Siehst du das? God Island Smuggler heißt der. Alter. God Island Smuggler? Wollen wir den angreifen jetzt, oder was? Ja, ich würde sagen. Oder? Können wir eigentlich machen, ne? Er sieht krass aus. Was glaubst du, was passiert, wenn wir den besiegt haben? Ich glaube, der wird uns... Warte mal, ich habe noch hier Geschwindigkeit.
Doch, bin doch. Okay, Goldapfel rein. Okay. Und dann würde ich sagen, bau dich durch hier. Ich habe nämlich langsam abbauen, deswegen kann ich nichts abbauen gerade. So, hier ist noch Sprungverstärkung, hier. Jawohl, sehr gut, so. Danke. Okay, komm, bau dich durch da. Den hauen wir jetzt kaputt, den Gott. Okay, den hauen wir jetzt absolut kaputt. Und... Angriff! Bau dich durch! Hier hoch! Okay. Nein, du musst abbauen. Ich habe da keine Kraft für. Ja, danke, sehr gut. Goldsmuggler! Okay, und los! Das ist zum Traden. Das ist zum Traden, der Typ. Warte mal, ich hab Gold. Ich hab Gold. Oh Gott. Lauf weg. Er hat mir ein Flugzeug gegeben. Als ob. Ich hab ein Flugzeug. Okay, komm, wieder raus. Ich hol die anderen hier. Alter. So. Guck dir mein Flugzeug an. Komm rein hier. Hier sind noch mehr von diesen Kämpfern. Warte. Komm rein hier. Ich hol die doch. Du musst doch die ganze Insel hier holen. Oh nein. Hier den Ogre. Ja. Weg mit dem Ogre. Ogre, ich hasse dich, Ogre. Nein, schon eine 10, Ogre. Alter, oh, guck dich mal ein bisschen um, Aua, warte. Mit einem fetten Bogen. Und? Oh. Rein ins Flugzeug hier. Komm rein. Komm rein. Nimm mich mit. Nein, jetzt. Ja. Okay, jawohl. Flieg weg. Wuhu. Juhu. Flieg weg, Kaspar. Entkommen. Nach Hause. Bauen wir Lucky Block Insel. Wuhu. Kaspar! Ja, hallo! Alter! Wir sind hier auf so einer einsamen Insel und müssen 100 Tage überleben. Sieht echt krass aus, ne? Ja, 100 Tage und auch 100 Lucky Blöcke, oder? Hier ist ein Spawn-Lucky Block. Hier ist ein Lucky Block. Guck mal! Ich konnte einen einzigen setzen und du hast einen Unlucky bekommen. Das war Unlucky Block. Und jetzt mach ich mal den hier. Den kann man gar nicht aufmachen. Doch. Hä? Ja. Wow! Goldapfel! Apfel und Goldapfel. Okay, wir kriegen also anscheinend die gleichen Items. Ja, jetzt müssen wir jedenfalls hier erstmal hier ganz kurz Skyblock überleben. Das heißt, bauen wir erstmal hier schön. Okay. Mach mal eine Crafting-Box. Ich mach hier oben schon mal das hier ein bisschen weg. Vielleicht kommt da ein Baum raus. So. Ist auf jeden Fall hier eine Crafting-Box von mir. Wir müssen heute probieren, 100 Tage zu überleben. Boah, ist gerade mal so. So, Crafting-Box habe ich. Sticks hast du schon gemacht, oder was? Setz mal hin da. Sticks habe ich, ja. So, die kommt. Ich brauche noch ein Stück Holz von dir. Ich brauche noch ein Stück Holz von dir, weil dann kann ich nämlich für uns beide eine Spitzhacke machen. Ein Stück Holz? Okay. Ja, sehr gut. Also für eine Spitzhacke meine ich, ne? Achso. Weil das Ding ist, wenn wir natürlich auch noch Steine und so sehe ich gerade, ne? Unter uns. Ich hole mal für jeden, dass wir beide jede eine Spitzhacke haben. Und dann frage ich mich, was ist hier? Ist hier Wasser? Müssen wir irgendeine Wasserfarm bauen? Weißt du, solche ganzen Sachen? Wir können ja alles Mögliche machen. Das ist das Coole. Wir können ja alles Mögliche machen. Okay. Hast du noch Sticks jetzt, oder hast du keine Sticks mehr? Ja, habe ich. Hier für dich erstmal hier schon mal Sticks und. Okay. Oh nein, ich brauche selber noch Sticks. Oh nein. Ja, ich keine Sorge, ich habe noch Holz. So, dann machen wir auf jeden Fall hier eine Spitzhacke. Du kriegst auch nochmal vier Sticks. Womit fängt man an, wenn man kein Wasser hat? Ja, danke. Womit fängt man an, wenn man kein Wasser hat? Ich würde sagen, erstmal das ganze Ding jetzt irgendwo hier hinbauen? Vielleicht irgendwo hinbauen oder so? Nein, irgendwo hinbauen bringt ja gar nichts. Wir müssen auf jeden Fall das ganze Ding jetzt erstmal komplett auseinandernehmen hier. Es wird Nacht! Der erste Tag ist es gleich schon vorbei. Und okay, ich glaube, wir kriegen jeden Tag einen neuen Lucky Block. Das ist halt das Ding. Okay. So, das heißt, die Sonne, die Sonne geht gerade unter, der Mond geht nach oben. Wie schnell ist das, bitte? Das war ja richtig schnell, der Zyklus. Das ist ein schneller Zyklus hier. Das Ding ist, ich weiß nicht, was passiert, wenn man drauf geht, ob man seine Sachen verliert oder nicht. So, das heißt, der allererste Tag sollte jetzt gleich vorbei sein. Und ich bin gespannt. Der Mond ist aber noch nicht mal auf der Hälfte, deswegen ein bisschen. Warte mal, spawnen hier eigentlich auch Zombies mitten in der Nacht? Das könnte auch sein, ne? Das könnte auch sein, ja. Das könnte eigentlich gut sein. Ich bin runtergefallen. Nein! Wie ist jetzt alles weg? Nein! Oh nee, du hältst deine Items. Oh. Oh, Gott sei Dank. Alter. Ey! Ich habe nämlich 45 Steine hier. Warte mal. Boah, damit kann man auf jeden Fall gut was bauen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir gleich einen neuen Lucky Block bekommen. Ich glaube, der kommt in der Kiste oder so. So, Tag 2. Und ich guck mal. Oh mein Gott, hast du das auch? Das Ding in deinem Inventar? Nee. Doch, was ist das denn? Die können jetzt eine Insel spawnen. Eine Insel spawnen. Okay, okay, komm, mach du eine, dann mach ich auch eine. Ja, guck mal in die Richtung. Guck mal in die Richtung. Spawn mal in die Richtung, Insel. Mal gucken, drück mal drauf. Und Feuer! Was? Oh! Yo! Wow. Okay, warte, ich mach einen direkt daneben, dann bauen wir. Ja, mach mal. Ja, müssen wir nur einmal hinbauen. Yeah! Ey, cool. Was? Und das kriegen wir jetzt jeden Tag, oder was? Oha. Ich brauche noch ein paar Blöcke hier an der Front. Hallo, das war jetzt klar. Das war jetzt nämlich so klar. Ja, gib doch mal ein paar. Hier, warte. Okay. Nimm die, 20 sollten reichen. Ich baue dann schon mal in der Zeit zur anderen rüber. Ja.
und rüber hier. Geh du mal ruhig auf deine Insel und nicht auf meine. Ja. Nein, was meines ist auch dein, weißt du doch. So, okay. Ja, gleichfalls auf jeden Fall. Du kannst alles, was mir gehört, gehört dir. So, und jetzt einmal zack. So, ich bin auf der Insel jetzt drauf. Und auf der Insel hat man einen Lucky Block. Wow. Okay, das ist natürlich... Okay, aber ich würde da ein bisschen aufpassen und den nicht einfach so irgendwie einsetzen. Ich setz ihn. Ne? Alter, Creeper. Unlucky! Oh. Wow! Ey, ich bin draufgegangen. Ich bin draufgegangen. Warte mal, das heißt, wenn du jetzt einen Unlucky Block hattest, dann habe ich jetzt wahrscheinlich einen Lucky Block. Pass auf. Ja? Oh Gott. Oh, Mann! Alter, auch Creeper! Können wir mit dem Sand machen oder mit dem Stein davon? Weil ich glaube, da sind ja auch Emeralds und so, ne? Und ja, du hast ja, Eisen. Du hast ja so ziemlich krassen... Ich bin runtergefallen. Aber die Sonne geht ja wieder unter, ne? Eisen. Oh Gott, die Sonne geht echt wieder unter. Und hier sind sogar Dias! Was? Auf deiner Insel. Hab ich gar nicht gesehen, die Dias. Lol, hast du nicht gesehen? Wie viele sind hier? Okay, pass auf. Wir brauchen eine Eisenspitzhacke. Ja, lass erstmal das Eisen abbauen. Ah, das sind jetzt die Dias. Okay, pass auf. Eisen abbauen. Ja, ja. Alter, jetzt wird es schon wieder so dunkel, sag mal. Oh mein Gott, ja, da kriegt man so direkt. Mach du schon mal einen Ofen. Okay, ja, stimmt. Ja, hast du genug Stein? Hast du genug Steine? Ja, ich gehe rüber. So. Ich muss kurz zur Crafting Bench halt gehen, das ist halt das Ding. Ey, ich sag, es sieht bis jetzt schon richtig cool aus, ne, unsere ganze Insel. Alter, richtig, richtig cool. Jetzt haben wir einfach schon Eisen und wir haben sogar einfach schon Dias. So, ich mach das mal ganz kurz hier einen fetten Ofen. So, Ofen ist gesetzt. Ich habe jetzt 8 Ingots. Wir brauchen ja für jeden eine Eisenspitzhacke, das heißt für jeden schon mal 6 Eisen. Okay. Was brauchen wir, hast du gesagt? Was brauchen wir? Bringen wir auf jeden Fall die Crafting Box mit und einen Ofen brauchen wir. Da müssen wir auch Kohle irgendwie für haben, damit wir halt das verbrennen können, dieses Eisen. Eigentlich müssen wir nochmal, warte mal, das ist doch doof von uns. Ja. Wir müssen doch eigentlich die Dinge abbauen für Setzlinge. Stimmt. Ja, ich hab einen Setzling. Okay, sehr gut. Dann setz direkt. So, ja, da wird jetzt hier hingesetzt. Wir bauen wir hier, glaube ich, ne? Ist das hier noch Eisen oder ist das hier schon irgendwas? Und vielleicht kriege ich noch einen Setzling. Wollen wir schon einen Setzling? Ja! Nee, ein Stick. Oh! Tag, neue Insel! Nummer 3. Tag Nummer 3. Okay. Oh, ein Apfel auch noch. Ja. Komm schon, ein bisschen Glück jetzt hier. Ein Setzling. So. Also, ich werde schon mal meine Insel hier hinspawnen. Ich fahre nämlich wieder zurück zur anderen Insel. Guck hin. Oh! Wow! Was? So weit cool. Habe ich die gar nicht geschossen. Okay, warte mal. Dann dickst du jetzt die auch direkt daneben, meine. Ja. Ey, jetzt hatten wir eben was Unlucky-mäßiges. Ich glaube, jetzt haben wir mal. Die ist voll weit weg! Ey, aber von meiner geht das. Ich pack mal das Eisen hier rein. So, jetzt brauche ich aber Blöcke, um rüberzukommen. Wir brauchen auf jeden Fall ordentlich Steine und so, damit wir auf die nächste Insel bauen können. Ich weiß noch nicht, wieso die jetzt so weit weggespawnt ist. Ich weiß nicht, warum meine so weit weggespawnt ist. Das ist halt das Ding. Meine ist halt so extrem weit weggespawnt, was halt ein bisschen doof ist. Aber wir haben auf jeden Fall genug Stein hier, was halt kein Problem ist. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall genug, glaube ich, abgebaut, um jetzt rüber zu gehen. Ich habe 34 Steine gerade. 37, 40. Okay. So, ich gehe mal hier lang zu deiner. Ja, mach schon mal den Weg, genau. Ey, ich habe mich so perfekt geworfen, Alter. Sei ehrlich. So perfekt geworfen. Oh, man muss aber. Das Ding ist, die ist sogar. Das ist mein Lucky Block, der da drin ist, ne? Ich sag's nur. Hey, sind sie doch zu zweit. Ist mein Lucky Block! Ja echt ein. Ist meiner! Das ist meine Insel! Ja, dann spawn ihn jetzt mal. Wir brauchen nämlich Glück. Wir hatten zweimal Unlucky. Du bist ja zu blöd, um den aufzumachen. Oh, da kriegt man's. Was hast du denn? Hä? Du schubst ihn noch runter. Bro, er geht nicht. Ja, toll. Ja, toll. Mann, ja, weil du den geöffnet hast jetzt. Dreimal hintereinander Creeper? Das kann nicht sein. Okay, hast du noch Blöcke? Alter, du brauchst ja länger, langsam. Was machst du denn jetzt? Sag mal. Verschwindet, wir brauchen. Wir haben noch voll viele. Oh Gott, Zombie. Ey, jetzt ist man da voll viele Skelette ist und voll so. Es wird immer schwieriger, ne? Pass auf, warum hast du so viele Blöcke jetzt verschwendet? Oh, ich hab noch ein Stack. So, hol dir deinen Lucky Block. Das ist meiner. Raus, so. Und diesmal. Mach auf. Bisschen mehr Glück. Oh, was war das denn? Kettenrüstung. Hä? Hast du auch? Nee, hab ich. Doch, hab ich auch. Ja! Aber hier ist Gold. Okay. Hier ist Gold. Und ich hab Gold. Ist hier auch Holz? Wir brauchen Holz. Ich brauche eine Crafting Box. Mach mal eine Crafting Box. Aber Gold kann man nicht. Nee, mach mal eine Crafting Box, hast du die dabei? Ja, ja, hier. Pass auf, komm mal her hier. Ja. So, zack. Erstmal das hier Stein. Ist für dich, nochmal eine neue Spitzhacke. Oh! Okay. Direkt Tag eine neue Insel! Okay, schieß sie zurück in unsere Richtung. Und Feuer! Alter! Wow! Okay, warte. Oh ja. Na! Yo! Du hast voll viele von. Nein, weh, du hast meinen Lucky Block weggemacht, ne? Nein! Wehe, du hast ihn jetzt weggemacht! Wehe, da bin ich richtig sauer auf dich, Digga, wenn der jetzt weg ist, Bro. Das würde ich gar nicht feiern. Hä? Mal gucken. So. Ja, okay, sehr gut. Alter,
Das ist ja wohl nicht dein Ernst! Das ist ja wohl nicht dein Ernst, Bro! Das war ja voll blöd jetzt! Du hast einen verschenkt, Mann! Du hast unsere Stahlinsel voll kaputt gemacht! Mann! Nein! Was ist los? Jetzt fall ich nämlich die ganze Zeit runter. Ey, nicht, dass du jetzt in der Luft spawnst. Okay, alles gut. Nee, okay, ich spawn hier. Ey, jetzt bin ich aber so Mann, weit unten. Okay, wir haben einfach einen kompletten Lucky Block verschenkt. Ich weiß. Jetzt kriege ich deinen dafür. Ich hol mir deinen ja, dafür. Ja, nimm meinen. Ich komm, guck mal, du bist eh so weit oben. Das ist das Problem. Hey, wo ist der denn? Wo ist denn deiner? Ey, der hat alles hier kaputt gemacht. Bro, wo ist dein Lucky Block? Ist hier ist nicht. Der... Hier unten ist der das? Der hier? Nö, der ist das nicht. Hä, hey, das hat das alles zwar kaputt Bro, gemacht hier, ne? Wir haben nicht mal einen bekommen jetzt! Ich bin ja jetzt gerade voll gefangen. Ja, na toll. Ich kann nichts machen. So. Oh, und hier drüber noch abbauen. Okay, also, ja. Ich hab's wieder connected, Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich muss schon sagen, das ist schwierig. Das ist schwierig. Wir haben einfach gerade zwei Lucky Blöcke verschenkt. Ich glaube, selbst die, das ist, glaube ich, zu close geworfen. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Und ich auch. Oh nein, es wird schon wieder aber dunkel. Kein Problem, genau, ja. Kein Problem, weil jetzt sind wir gleich wieder eine neue Insel. Und jetzt müssen wir die cleverer werfen. Warte mal, ist da nicht schon... Ey, wir haben sogar den Baum kaputt gemacht. Wir hatten hier so nein, der Baum oben? Der Baum oben? Ja, ich hätte doch unten eingesetzt. Ich hätte doch unten eingesetzt. Ach so, den meinst du. Ah! Selbst Mann, das ist passiert. Jetzt fall ich hier auch noch runter. Selbst den haben wir kaputt gemacht, ne? Ey, das war echt unschlau. Ja, wer hat seine Insel blöd geworfen? Ich oder du? Wir beide. Wer hat seine Insel blöd geworfen? Nee, meine Insel hat gar nichts kaputt gemacht. Also wirklich. So, ich bin jetzt mal gespannt. Der Tag, dass wir umgehen. Wo ist die? Ja, so gut wie jetzt vorbei gleich. Das ist ein blöder Creeper. Yo. Weg mit... Oh. Okay. Wir haben jetzt eine neue Insel. Neues Glück. Da würde ich fast sagen, ich schmeiß meine mal dahin. So, mal gucken. Ey! Das ist nicht dein Ernst. Wieso? Hast du die nicht kaputt gemacht, die eine? Hä? Nee? Meine Insel habe ich geworfen, oder was? Sag jetzt aus, hätte die kaputt... Warte, die kommt jetzt. Achso. Oh, wie perfekt. Stark geworfen. Okay. Ich hab nur keine Blöcke mehr. Ja, ups, das war... Ey, du bist doch echt verschwenderisch mit den Blöcken. Mann, ey, ja, mein Gott, ich hatte halt die Brille nicht auf. Das ist ein Jump'n'Run, sagst du? Genau. Muss ein bisschen drauf haben okay. Hier. Zack, zack, zack. Und von hier sind, glaube ich, gekommen, und ne? Und weg da! Okay, und genau, von hier können wir... Hau ab! So, okay. So. So, jetzt nur die Frage. Hast du genug Blöcke, um hier rüber zu bauen? Ja, ne? Mm. Einen habe ich. Komm, du hast noch. Ah, das ist schlau, von der einen an, von der Seite hier zu bauen. Du schaust von hier. Ah, du willst auch noch mal... Ja! Oh! So, okay. Es ist nichts drin! Wie jetzt? Da ist nichts drin! Wieso ist da nichts drin? Ja, weil wahrscheinlich das jetzt verpackt ist, weil du bei mir nicht... Oh, Mann, ey! Nein! Ey, das sieht schon cool aus, was wir gebaut haben bis jetzt. Save, aber glaubst du, mit deiner ist was drin? Ja, na klar, meine ist auch viel cooler als deine. So, warte, ich guck mal ganz kurz. Ey, da ist auch nichts drin. Das ist meine. Achso, das war da. Achso. Achso, okay. Da oben ist deine. Oh, ja, meine. Was ist drin? Auch nichts. Hä? Was? Du hast die doch. Da hab ich doch gerade gesehen. Was? Warte, waren deine auch wirklich nichts drin? Nein, bei mir war nichts drin. Bei dir habe ich rausgenommen. Bei dir war ja. Hä, aber als ob bei dir jetzt nichts drin war. Bei mir war keiner drin, Bro. Weil du das hast jetzt. Wuh. Was? Guck mal. Ein Schäferhund. Wie cool! Yo, wie cool sieht der aus! Wie ein kleiner Kompagnon. Den nennen wir Timmy. Timmy nennen wir den. Timmy? Was ist das für ein blöder Name für einen Schäferhund? Ja, das ist ein geiler Hundename! Was für ein blöder Name! Ich würde eher... Ja, Timmy, komm Agent her. 7. Agent 7! Agent 7 ist, glaube ich, ein... Alter, hau doch nicht Agent 7! Siehst du, guck! Agent 7! Hör auf! Ich muss dich killen, auf. Agent 7! Hör ich auf muss jetzt! Killen, Bro. Was machst du, du denn? Du Hundemörder! Du hast sie noch gehauen! Da ist mir die Hand ausgerutscht, das tut mir leid. Ah, unglaublich jetzt, ne? Das ist echt unglaublich. Ey. Lass uns mal auf die nächste Insel warten, vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Ja, würde ich auch sagen. Zack, Nummer 6, neue Kaspar. Insel. Okay, ich schieß mal direkt runter und... Guck hin. Wow! Okay. Ey, das war clever. Okay, schieß mal einen auch direkt daneben. Oh, das ist... Oh, sehr gut. Ey, aber die ist... Okay. Die sieht voll verbuggt aus. Wie verbuggt? Nein, die sieht auch voll verbuggt aus. Wieder? Die sehen voll komisch aus, die Inseln. Oh, als wäre da nichts drauf. Ey, ich fall wieder runter. Nein. Das glaube ich nicht! Bei beiden? Ey, was machst du denn? Sorry, das war's gesehen. Aber da ist ja nicht mal was drauf. Hä? Bei beiden ist nichts drauf. Das kann nicht sein. Komm, PvP, Goldapfel, jeder rein.
Okay. Oh, es kann nur einer überleben hier. Komm, eins gegen eins. Ohne Schwert, ne? Wir machen nur mit Faust. Nur mit ich hab ja kein Schwert. Ach, nur Faust? Faustkampf. Faustkampf. Bereit? Ah! Was? Bro, bei mir bist du schon runtergefallen. Tja, ich hatte auch einen Block hinter mir. Nein, ich habe nur 6 Tage überlebt. Ja, ich länger. Kaspar! Ja, hallo! Was geht da drüben? Hey, heute machen wir einfach eins der schwierigsten Skyblock Lucky Block Rennen. Was? Ne? Wie tief geht's hier runter? Spring mal bis runter und guck mal nach. Bis in die Unendlichkeit. Oh, wow. Alter. Na gut. Okay, das war einfach echt ein sehr, sehr tiefer Fall. Lass uns hier schon mal die ersten Lucky Blöcke aufmachen. Ne? Denn am Ende machen wir... Guck mal, was ich bekommen habe. Was hast du bekommen? Was hast... Ich seh's nicht. Ich siehst du es echt nicht? Okay, nee, warte. Was? Yeah. Die verzauberte Brustplatte. Mann, und zwar hat die einfach halber... Ah, die hat aber leider... Also okay, ist eine Lucky Chest, aber die hat keine, keinen Bro, Schuss 4 was bekomme so, ich? So, bist du? Ey? Was? Ich krieg hier nur Müll. Ich hab hier so ein Schneehaus und Iglo und jetzt eben so freier Fall. Und ich krieg hier Redstone, Bruder. Das ist jetzt auch nicht wirklich besser, ne? Nee, okay, machen wir den nächsten auf hier. Einen krassen Kampf gegen Alter, du lässt es regnen. Oh mein Gott, zum Glück hast du gerade geredet, weil ich hatte gerade... Du bist am Brennen gewesen. Ich war gerade am Brennen gewesen. So, mal gucken, wie lange es jetzt noch regnen wird. Ne? Das ist auf jeden Fall echt lange. Wähle die richtige Tür. Rechts lang. Ich gehe auch rechts lang. Ich hoffe, es ist richtig jetzt. Und go. Nein! Das war falsch. Ich weiß nicht, warte mal. Bei mir war falsch. Verdammt, bei mir war auch falsch. Mann. Aufmachen und eine Suppe. Wieso kriegst du eine Suppe? Oh, wow. Nein. Oh mein Gott, ich würde lieber schnell aufmachen, die Blöcke. Lass mich in Ruhe. Warum, der eine haut ab. Ich werf den ab mit dem Dreizack. Ja! Das Problem ist, der eine Zombie brennt nicht. Die anderen gehen ja gleich alle drauf. Stimmt, aber der eine brennt nicht. Weil der so einen Helm auf hat. Dann muss ich mich nur auf den einen fokussieren hier, auf den einen Zombie. Aua. Alter, eine goldene Karotte. Hast du eine goldene Karotte bekommen? Ja. Ich frage mich gerade, wenn man runterfällt. Jetzt habe ich den Helm. Oh, wenn man runterfällt, verliert man die Items oder? Die sind weg! Deine Brustplatte ist weg! Ey, das glaube ich als nicht. Oh mein Gott, ist mir jetzt auch erst aufgefallen gerade. Ey, das glaube ich als nicht. Ja, das heißt, es ist egal, was für krasses du jetzt bekommst eigentlich. Ey, wie doof ist das denn? Mann! Ja, geht nicht. Ich will das nicht. Ja, okay. Komm, nächsten aufmachen. Okay, machen wir das nächste Ding auf. Tür. Ey, ich krieg wieder 4 Zombies. Und du wieder die Brennzombies. So, jetzt sollte es aber auf jeden Fall, glaube ich, aktiviert sein, dass wir die Items sogar behalten. Achso, jetzt behalten wir die Sachen, wenn wir runterfallen. Ja, jetzt behalten wir die Sachen. Aber ich habe trotzdem meine Brustplatte schon verloren. Ey, ich krieg Hunde. Hunde bringen wir jetzt gerade. Und ich kriege... Ich krieg keinen schlagen, guck mal. Ich kann die Kühe hier nicht hauen. Okay, ist auch vorbei. Ey, jetzt guck mal, wie viele Hunde ich habe. Wenn ich Knochen bekomme, ne? Du, Dunkel. Machst du hier die Hundearmee, du bist in jeden Fall dran, Kaspar. Ey. Oh nein, ich habe Wurzelherzen. Du hast Wurzelherzen bekommen? Ja, ist auch eine Crafting-Box. Bienen. Okay, pass auf. Ja, stech ihn. Los. Ey, das kann doch nicht sein. Stechen. Hast du bis jetzt Glück gehabt? Bro, ich hatte noch, du hattest wenigstens schon eine Diabrungsparty. Ja, aber die ist ja auch jetzt weg. Das ist ja, das stimmt. Aber also, ich krieg bis jetzt nicht. Echt. Oh mein Gott. Wieso hast du es bekommen? Oh, nein. Oh nein, die ganze Kühe. Oh Gott, bitte nicht. Ich werde draufgehen. Ich werde draufgehen. Ja, geh drauf. Bitte nicht. Geh ich habe ein Herz. Ich hab, das nächste Ding auf hier. Oh nein, ich bin in der Falle. Ja. Nein. Was hast du? Ich habe sie zurück. Bro, das glaube ich nicht, du hast dich in die Diabrustplatte. Nee, du kriegst ja nur gute, geile Sachen, Alter. Du hast hier nur Glück. Ja, endlich habe ich jetzt... das kann jetzt nicht sein. Jetzt gehe ich drauf. Ich bin hier. Bin ich? Jetzt will ich draufgehen, Kaspar. Selbst schuld. Aber du hast sie behalten. Oh nee. Kein Problem. Ne? Bro, wie sollen wir hier rüberkommen? Da musst du ja bauen. Hast du Blöcke? Hä, wieso? Da warst du. Ach, du bist einfach rübergesprungen wie eine Maschine. Du einfach springen, Bro. Okay. Was redest du denn da? Ah, ich bin zu schlecht, aber zum Springen. Ja, kannst mal sehen. So. Nicht schlimm, ich komme wieder zurück. So, und zack, und ich habe den Checkpoint. Schaffst du es? Ja. Sehr gut. Guck mal, ich habe hier mit Crafting Badge und so alles Mögliche bekommen, schon wieder, was du eben auch hattest. Kann ich jetzt nicht glauben, dass es ja noch ich regnet. Auch nicht. Ich hoffe, die Sonne kommt gleich wieder raus. Mach das nächste Ding auf. So. Okay, sehr gut, ja. Nächsten Block. Und du lässt es schon wieder regnen. Ey, das kann doch nicht sein jetzt. Warte mal, kriege ich jetzt. Oh, ich habe gesehen, was du bekommen hast. Ein Dreizack. Lass die Kuh Willi in Ruhe. Bisschen Fleisch kann ich schaden. Die coole Kuh.
So, komm schon jetzt hier. Ich baue jetzt mal ein bisschen. Oh, guck mal, noch ein Dia-Block. Was hast du bekommen? Nein, das glaube ich nicht. Eine Dia-Hose. Ja, das Leben ist doch gut, Kaspar. Mann, bei mir ist das ganz krass rangezoomt. Ich habe Urwahrherzen. Ja, na los. Das war's. Oh mein Gott. Was hast du bekommen? Das kann nicht sein, Alter. Was ist das? Schärfe 5. Nein, das ist ein Witz, Alter. Mach das wieder aus mit dem Inventory. Alter, was? Bro, bei mir ist alles rangezoomt. Ja, okay, jetzt vorbei. Ich habe sogar noch Sticks. Das heißt, und ich verbrenne, ich hab noch nicht einmal überhaupt was Krasses bekommen. Das ist das blödeste Lucky Block der Welt. Ja! Nein! Ja! Nein. Ja, gerade wo ich sage. Das kann doch nicht sein, es kriegt einfach 18 Diamanten, Alter. Ja, Mann, let's go. Weißt du, wie viel das ist? Alter, damit kann ich mir... Oh, warte mal. Aua. Ja. Hier, guck mal, willst du das Neverite-Schwert hier haben? Siehst du das? Oh, ja, Gott! Das Laserschweiß-Schwert ist doch krasser als das Dia-Schwert, oder nicht? Nein, nein. Also beim Dia-Schwert. Doch, ist krasser, aber meinst du, ist ja verzaubert, das Dia-Schwert? Ja. Aber hier, warte, ich schenke dir das. Dieses Neverite-Schwert hier? Bitte. Ja, danke, gib mal her. Hey, was machst du denn? So. Alter, das Schwert ist so krass, ne? Das Schwert ist so krass, du wirst keine Chance haben, Bro. Seid ihr jetzt schon mal. Oh, Mann. Ey, jetzt brauche ich wieder Dingens. Jetzt brauche ich eine Spitzhacke, ja, Bruder. Bro. Och, ein jetzt. Gast! Hau die mal kaputt da mit deinem Zepter da. Wie soll ich das denn machen? Ja, du hast doch so einen Dreizack. Du musst doch einfach nur warten, bis er die Kugel auf dich schießt. Oh, au! Au! Oh, oh, der killt mich! Ja, der killt auch meine Hunde! Und Enderman ist auch so. Enderman, was ist denn hier los? Ich krieg hier heute nur Schrott. Ich hab auch Hunde am Oh, Golden Apples! Nein! Nochmal Diablock! Ja! Ich bin gerade runtergefallen, ne? Ja, oh mein Gott! Ja! Alter, das war nicht so einfach, wie es aussah, ne? Muss ich sagen. Bro, weißt du, wie lange ich hier runterfalle mit Federfall? Ich falle immer noch! Ehrlich? Ich hab immer. Okay, jetzt hab ich nicht mehr. Okay, ich hab endlich den neuen Checkpoint geholt, ne? Ich hab jetzt endlich den neuen Checkpoint. Das ist okay, so, ich komm auch. Ich glaub, also ich sag dir jetzt schon mal, du wirst auf jeden Fall den Sprung nicht schaffen. Seid ihr jetzt schon? Ja, also Bro, natürlich hab ich. Guck mal ganz genau hin, wie das ein richtiger. Ja? Ja! Mein Gott, da war. Ja! So, okay, nicht schlecht. Okay. Und jetzt macht man einfach noch mal den 31er. Yo, das glaub ich ja jetzt nicht. Was? Ja, weißt du? Wie heißt das nochmal? Work smart, not hard. Oder irgendwie sowas. Mhm. Also irgendwie so geht das noch. Und hier Sicherheits. Ah! Das ist nicht dein. Ja! Bro! Da hab ich meinen Dreizack geopfert. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Was soll das werden, wenn es Teddy ist? Mann, ey, egal. Den Dreizack brauche ich eh nicht, ne? Aha, okay. Gut, dass ich den aufgefangen habe. Hast du auch mal nach 100 Jahren jetzt hier geschafft. Okay, dann machen wir den nächsten Lucky Block auf. Vielleicht kriege ich ja noch bessere Sachen. Ey, ich kann nicht. Doch. Ja, und ich habe auch noch jetzt Dingens. Oh, ich brauche langsam noch verzaubertes. Ich krieg Feuer! Ich krieg bisher die schlechtesten Sachen meines Lebens. Ey, schon wieder Dias. Ich baue jetzt langsam mal Dingens. Ich baue jetzt langsam mal, Oh. Ender-Ei. Oh. Nein! Wo bin ich? Ja! Wo bin ich? Nein! In einem Obsidian-Ding drin und es fängt an zu regnen. Ich verdiene nicht mehr Leben. Echt nicht? Hä? Wie komme ich hier raus? Oh Gott, Ruhe, was Skelette. Aua. Ja, ich habe einen Block abgebaut. Ja. Schon, Alter. Und hier ist Knochen bekommen. Aua, nein. Abbauen. So, weg damit hier. Kohle kann man vielleicht doch behalten. Und Knochen sind nicht schlecht für die Hunde. Hier, warte, Kasper, ich habe ein Schwert für dich. Neverite-Schwert, fang. Das ist... Ich sag dir, du wirst noch dein blaues Wunder erleben. Dass ich auch noch die ganze Zeit die guten Sachen bekomme. Ich brauche jetzt nur eine Spitzhacke. Bro, ich habe noch nichts bekommen. Was, guck dir, was ich kriege. Was hast du bekommen? Ja, meine Falle, schon wieder. Ich krieg Wizard, ich krieg einen Obsidian-Block, ich krieg eine Falle, ich krieg Feuer. Digga, was ist das heute für ein Lucky-Block? Du hast heute echt richtig Pech. Bro! Ich sag dir, ich krieg heute nicht einmal mehr was Gutes. Ey, jetzt hast du aber einmal gebratenes Fleisch, weil die Kuh ist raufgegangen. Das krieg... Oh, warte mal. Was hast du? Das ist ein Witz. Das ist wirklich jetzt ein Witz. Ey, du kriegst aber noch ein Eisen. Hä, ja, hattest du nicht die Crafting Bench? Ja, hab ich. Ey, diese Urwa-Skelette, ne? Beide rund. Okay. Aber weißt du, was ich nicht mal habe? Ich hab nicht mal Holz. Kann mir nicht mal ein Schwert craften. Stimmt. Ich hab... Aua, was war das? Schleimblock. Okay, komm mal, das hab ich jetzt... Ey, nein! Was hast du? Ja, und Bro! Guck dir doch an, ich krieg genau das Gleiche. Oh, ich hätte draufgehen, glaube ich, oder? Nein, bitte nicht.
Das hast du auch verdient. Ach, verdammt. Oh. Ah. Ey, wo spawnst du? Ich bin direkt hier gespawnt. Okay, komm, jetzt hier den nächsten. Oh, Federfall habe ich jetzt. Ja, Federfall, dann macht viel Spaß, da jetzt rüberzukommen. Und ich krieg einen Bündchen. Ey, du kriegst auch einfach nichts, ne? Das ist Bro, so ich hab heute noch nicht einmal was. Ich hab heute wirklich noch nicht einmal was. Ich weiß bekommen. Das nicht. Ein Item bekommen, was gut ist. Ich weiß. Ich weiß. Aua, die blöden Bienen, Alter. Nur. Haut ab. So, haut ab hier, blöden Bienen. Hier auch noch. Zack, weg damit. Ey, guck mal, ich hab Federfall. Das ist total entspannt, jetzt hier rüber zu springen. Oh, nein, du blöder Einnahme, ey. Der killt mich jetzt auch. Guck mal. Bro, er killt mich sogar for real. Das ist doch alles eine Show. Das ist doch alles hier eine schlechte Show. So, was habe ich jetzt hier noch? Oh mein Gott, nein, Zombies. Schon wieder die vier Zombies. Oh, Bro, ich krieg Feuer. Was ist das denn hier los heute, Alter? Wirklich. Es kann nicht sein, dass ich hier heute nur Müll bekomme. Das ist so ein Witz. Nein, das ist ja bei dir. Ja, immerhin schon mal eine Waffe. Mein Gott. Mega Creeper. Haut ab. Ich auch. Und natürlich gehe ich drauf. Okay, ich hab die alle geholt zum Glück. Nein, wo bin ich? Jetzt guck's dir an! Wo bin ich drin? Eine Falle habe ich hier schon wieder. Wo bin ich drin, Kaspar? Ich seh's nicht, ich bin auch in der Falle gerade. Aha, ich auch. Ah, ich bin in einem Beacon gespawnt. Dann machen wir den Lucky Block auf hier. Oh, TNT. So, und super und so. Mm. Boom. Okay. Nein! Oh. Alter, da bist du schon wieder draufgegangen, ne? Und schon wieder ein Diablock, Bro. Ich kann nicht glauben, dass ich hier heute nur so Müll bekomme. Du kriegst halt echt extrem... Bro, ich hab nicht einmal was Krasses bekommen heute. Es ist doch wirklich fabulous. Oh mein Gott, das wäre jetzt noch gut. Was hast du bekommen? Ja! Was hast du bekommen? Schärfe 12! Oha! Alter, das macht dich so fertig, das Schwert. Ey, der Hund hat 4 Knochen gefressen. Ja! Mir ist schon klar, dass mein Schwert hat Schärfe 3. Was? Du hast Schärfe 12? Ich hab Schärfe 12, Bro, so ein Lucky Sword. Angriffsschaden 12, meinst du? Nein! Schade! Ich habe auch nur Schärfe 5 leider. Bin runtergefallen. Ja, ich muss aber sagen, bis jetzt habe ich echt extrem Glück mit allen Sachen. So, guck mal, Küsse. Siehst du, was ich hier habe? Siehst du das? Brauchst du das? Diese Dia-Schuhe? Alter, du hast jetzt eine Crafting Bench. Wo hast du die her? Mitgenommen aus dem einen Haus, aber da hinten habe ich mir das mitgenommen. Alter, okay. Dann bist du echt. So. Eigentlich bist du jetzt gar nicht mehr so schlecht am Start, ne? Naja, ah, das kann jetzt nicht sein. Du hast halt das krassere Schwert, aber gut, heißt nichts. So. Okay, ich muss jetzt warten, bis ich... Das Schwert, das ich habe, ist schon echt richtig krass. Das ist schon sehr, krass. Sehr stark. Das ist sehr, sehr stark. Ich muss vorsichtig rüberbalancieren hier. Naja, das ist ja kein Problem jetzt hier. Easy. So, genau. Und zack. Okay, da hinten ist schon das Ziel, ne? Sehe ich gerade. Aufmachen. Oh, ich krieg wieder Feuer. Mit dem Mega-Lucky-Block. Nur Müll. Und guck's dir doch an, was ich bekomme. Schon wieder eine Falle. Hätte ich selber nicht gecraftet. Hätte ich nicht eine krasse Sache heute bekommen. Hey, das ist immer diese komischen Schleimblöcke am Start, ne? So, komm. Die Nerven. Oh, Kühe. Das heißt, ich habe auf jeden Fall noch gut Fleisch. Oh nein, das war eine Babykuh. Netherite-Schwert. Ah, jetzt. Alter! Okay. Alter, wie schnell bin ich? Guck mal. Kaspar. Yo! Yo! Hey. Du bist runtergefallen direkt, Alter. Ich war extrem schnell. Bis jetzt bist du sogar besser am Start, weil du hast ja mehr Rüstung, ne? Was für besser am Start, Bro? Du hast einfach das krassere Schwert. Wie hast du denn eigentlich die Dings erlebt, Alter? Was? Die Wizard. Oh, ich hab ein Ding. Schärfe 4 Goldschwert. Weg damit. Hä, hey, wo ist mein Helm hin? Oh mein Gott, ich hab endlich eine Spitzhacke. Aber bringt mir auch nichts. Oh, jetzt aber. Weil ich keine Crafting Bench hab, ich Idiot. Tja, selbst schuld, Kollege. Das war echt dumm von mir. Bitte noch eine Crafting Bench hier. Ich brauch noch eine Crafting Bench. Nein, das gibt's nicht. Oh mein Gott. Creeper, was hast du bekommen? Gott, eine Crafting Bench. Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Ja, aber das Problem ist halt, ich habe halt nur 9 Eisen, ne? Also. Naja, gut. Kannst du ja immerhin Schuhe machen und einen Helm, ne? Ja, genau das, was ich brauche. Also. Oh, Verzaubertisch! Besser geht's. Alter, als ob. Netherite verzaubern! Schärfe 2 auf Netherite! Oh mein Gott, das war so. Oha. Verbrennung 3. Wo hast du denn ein Buch? Noch mehr Eisen. Ja, wo hast du denn ein Buch bekommen? Lapis. Nein, das war's. Hier ist nichts drin. Geheimweg. Oh, ey, wie immer dieses blöde Feuer, Alter. Das war's mit eurem Lucky Block. Oh, und ich hab ein Enderportal, aber leider keine... Ja, hatte ich auch schon sowas. Okay, keine Augen, Alter. Ich würde sagen, komm, ich baue hier einen Weg rüber und dann würde ich fast sagen... Warte mal, ich mache hier so ein bisschen Arena, bisschen. Komm her, ey, trau dich. Ja gut, Alter, da gibt's halt so aufs Auge. Trau dich. Was? Da ist dann Gold! Yeah! Glaub mal nicht, dass ich da jetzt hingehe. Yeah! Ah! Ich lauf, Bro. Komm her.
Was ist das denn? Okay, wo spawnst du jetzt, ha? Wo spawnst du jetzt? Warum hast du eigentlich eine Enderperle bekommen? Mann, ja, von einem Ender-Typen. So, jetzt wirklich. Wer gewinnt, wer verliert? Bro, du hast eine Verbrennung. Verbrennung und du, das ist das krasseste Schwert der Welt. Kasper, ui. Du hast das krasseste Schwert der Welt, Digga. Was soll ich denn da machen? Was hast du da gemacht? Komm her. Hau ab, au. Geh rein in den Knast! Nein, sag mal! Das war's doch nicht. Das war's doch nicht. Das macht so viel Spaß. Nein! Du Assi, selbst im Jenseits! Selbst im Jenseits gibt's Stress! Hä? Wo spawnst du? Warum sind wir nicht draufgegangen? Komm her! Was hast du dir gecraftet? Was ist das? Was meinst du? Bam! Kombo, Bombo, Pombo! Bam! Bro, ich hab keine Chance, Das ist das Lucky Sword, du hast echt keine Chance. Bro, ich krieg sogar Schaden, wenn ich dich mit dem Schneeball werfe. Ja! Es hat funktioniert. Und jetzt zum Ziel laufen! Und jetzt zum Ziel laufen! Los! Oh mein Gott! Ah, nein! Ja! Ja! Das ist ein Witz. Ich hab sogar mein Items behalten. Ich bin im Ziel, ne? Ich hab mein Items sogar behalten. Dass du mich da nochmal gekillt bekommen hast, Alter. Ich war doch schon drauf auf dem Ziel. Ja! Das war's, wie wir gewesen sind, Freunde. Wenn ihr von uns mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Chillen wir hier das Video aus. Immer gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao. Yo, was geht ab, Leute? Hallo! Und zwar heute. Was geht da? Ich bin eine Spinne. Ey, heute haben wir einfach Noob vs. Pro und moderne Base. Deswegen guck mal rein hier. Was haben wir für ein Noob? Zeig mal. Was? Nur so Erde. Cobblestone Bed. Okay. Okay. Damit kann ich auf jeden Fall aber was anfangen. Also das wird kein Problem. Deswegen, ich würde sagen, hol dein Timer raus, Kaspar. Ich mach mal. Ja, wie lange geben wir uns denn mal? 5 Minuten, 3, 2. Warte, ich bin Rentner. Du bist so schnell hier. Geh und los. Los, meine 5 Minuten. Bis gleich. Go. Alles klar, Freunde. Und heute bauen wir jetzt hier mal so eine richtig krasse Noob-Base. Und die wird richtig, richtig schlecht aussehen, Leute. Die mache ich jetzt extra richtig, richtig schlecht. Das Ding ist, glaube ich, sogar, nicht mal symmetrisch. Das war mit Absicht. Man soll ja so eine richtig krasse Noob-Base hier hinbauen, Leute. So, das heißt, schon mal asymmetrisch, Leute. Dann kommen noch mal so die Zäune hier einfach so hin. Die einfach irgendwie so rumstehen, Leute. So richtig schlecht. Die Zäune nicht mal, die nicht mal irgendwas machen. Zack. Okay, die stehen einfach so richtig komisch rum, Leute. Die Zäune stehen einfach so richtig komisch rum bei der Noob Base. So, dann hat ein Noob natürlich. Oh, das wird jetzt richtig cool, Leute. Und zwar hat ein Noob. Guck mal, das ist einfach so asymmetrisch, Leute. Oh mein Gott. Und zwar ein Noob macht natürlich erstmal seine Tür hier rein. Aber er macht die hier so falsch rum rein, Leute. Das heißt, die Tür ist einfach gerade mal so. Pass auf. Und dann, das ist noch nicht alles, Leute. Dann ein Noob wird ja wahrscheinlich auch hier oben. Erstmal, wir müssen auf jeden Fall das jetzt so bauen, dass es auf jeden Fall ordentlich geht von der Höhe. Oh Gott. Hier ordentlich von der Höhe so geht. Das heißt, wir machen einmal ganz kurz hier. So und so. Einmal alles hier rein, Leute. Das heißt, man kann im Endeffekt immer noch das Glas reinmachen. So, ein Höher machen wir noch. Und dann machen wir aber so eine zweite Etage. Und ich habe eine Idee, wir machen 2 Etagen, Leute. Das heißt, so, so und, oh Gott, meine Erde geht schon langsam weg. Und zwar, jetzt haben wir, eine Etage fehlt uns noch, glaube ich. So, eine Etage fehlt uns noch. Das heißt, wir machen nochmal ganz kurz 1 Etage, Leute. Denn ein Noob hat natürlich halt auch ein ganz, ganz enges Dach. Das bedeutet, pass auf, ich habe es schon mal so hingemacht, Leute. Und zwar hat er nur 2 hoch. Leute, und so ein Noob, ne? Oh mein Gott, das tut mir jetzt schon leid, ne? So, einmal hier alles dran machen. So, die Erde, einmal hier schön, Leute. So, das heißt, das ist jetzt schon mal so richtig noobhaft. Und jetzt hat er natürlich auch hier so Glas hin. Aber auch einfach so richtig, so ganz komisch. Hier so in der Ecke, dann ist hier eins. Da hat er hier aus nichts hier unten ein Glas hingemacht, Leute. Dann machen wir hier in der Mitte nochmal ein Glas. Dann kommt hier als Eck, so ein Eckglas auch nochmal hin. Und hier kommt jetzt schon mal der Crafting Table hin, Leute. Mit dem Crafting Table können wir natürlich auch nochmal ganz kurz so einen Ofen machen. Und mit dem Ofen, packen wir einfach mal so hier so schräg hin. Das heißt, der ist auch einfach so schräg. Macht so gar keinen Sinn, Leute, dass da so drauf steht. So, ich habe mir noch gerade Holz geholt, Leute. Und zwar kann man jetzt hier nämlich auch nochmal hier schön so eine Doppelkiste hinmachen, Leute. Die kommt dann direkt nochmal hier hin. Aber er macht jetzt auch noch so richtig komisch, Leute, seine Erde darüber, dass man die Kiste gar nicht aufmachen kann. Oh Gott, ey. So, jetzt hat er hier nochmal das mit Zäunen so verbunden, so, dass man halt das so richtig schlecht hat. So, dann hat er hier, Leute, im Boden einfach, warum auch immer, im Boden sein Bett
was eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht, Leute, muss ich sagen. Und wir können hier nochmal ganz kurz so einen Weg nach oben bauen. Das heißt, hier ist der zweite Weg nach oben. Und wir haben noch 1 Minute 20 Zeit. Das heißt, hier einmal ganz kurz so eine Treppe hinbauen, Freunde. Und das heißt, so einmal, zack. Das heißt, hier von außen kann man auch gleich sehen, das ist einfach das Glas, Leute. So, jetzt kommt hier mal ganz kurz das Dach drauf, Leute. Und das wird natürlich auch nochmal hier schön so richtig schlecht gemacht, Leute. Einfach so ein flaches Dach hier oben rauf. So. Und, oh Gott, jetzt bin ich hier sogar runtergefallen. Guck mal, ich mache das Dach jetzt sogar mit Absicht jetzt nicht heil. Das macht er hier außen. Hat aus dem Nichts immer hier so ein Glas hängen, Leute. Und dann hier nochmal so ein Zaun dran. Dann wollte er das hier so ein bisschen, hier seine Privatsphäre haben, Leute. Hier hinten kommt auch nochmal ganz kurz hier so ein Zaun dran, Leute. Das ist einfach hier in so einer Luft, warum auch immer. Dann hat er hier direkt so ein Glas nochmal hingemacht, Leute. Einmal so 2 Glas außen, warum auch immer der Noob das machen sollte. So, dann hier einmal, dann kommt hier das so hin. Und hier hinten auch nochmal so ein Glas. Also das sieht auf jeden Fall jetzt schon mal richtig schlecht aus, Leute, wie es halt so ein Noob bauen würde. Und das Ding ist, er hat jetzt ja auch noch theoretisch, guck mal, es wird zu so einem Glas-Ding. Das heißt, hier macht er auch nochmal ganz kurz den Boden so zu Glas. Warum auch immer, Leute, macht er jetzt hier einfach da so Glas hin, damit er so, einmal nochmal hier ganz kurz, zack, zack, so, und da haben wir noch so eine Fallentür, und die Falltür kommt einfach direkt hier, und jetzt ist auch schon vorbei, das heißt, er setzt sich jetzt einfach nur hin, aber darunter ist gar nichts, Leute, und es wird Zeit zu stoppen, Kasper. Ja, es wird Zeit. Alter, was hast du denn da gemacht? Okay. Jetzt mal langsam, ich muss ein bisschen was dazu erklären, okay? Ja, also, okay. Du siehst es schon, es ist wirklich das größte Noob-Haus, und Noob, der baut natürlich nicht so symmetrisch, sondern ganz schiefe und wenn, der hat keine Ahnung vom Hausbau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, Okay, hier kann man reingehen, ne? Du siehst es schon, die Fenster, warte noch nicht rein, Fenster, ja. Raus. Die sind einfach zugebaut, weil der so blöd ist. Weil der einfach und zugeblockt. Guck mal hier an der Seite, das Fenster hier hinten. Guck mal an der hat Seite. Da einfach ein Stück Erde. Das ist so blöd gewesen. Was ist das hier? Das ist einfach irgendwas Hässliches. Das ist wirklich einfach, der Noob hat keine Ahnung, was er machen soll. Okay, dann gehe ich mal rein. Mal gucken, wie der Noob das bei dir innen ausgestattet hat. Das heißt hier. Ich muss sagen, ein kleines Geheimnis habe ich hier drin in diesem Raum. Ein kleines Geheimnis? Hier unten, oder was? Ja, oder die Kiste? Oder hier? Ich gehe mal nach unten rein. Okay, und dann hat man hier einen kleinen Geheimraum. Ja, du hast es so ein bisschen, ja, also eigentlich kann man falsch. Jetzt kommen wir ja gar nicht mehr raus. Ja, okay, bau dich mal kurz hoch, einen Block und bau ihn wieder ab mit Erde. Warte, ich gehe mal ganz kurz raus. So, okay. Genau, setz ihn wieder hin. Pass auf, also eigentlich ist es ja so, dass du eine Falltür nicht aufbekommst. Also nicht einfach so aufbekommst. Und deswegen, jetzt guck mal ganz genau hin. Jetzt will man da einfach reingehen im Keller. Denkt sich so, hä, Mann, wie komme ich hier rein? Keine Ahnung. Okay. Und dann kommt man aber einfach, wenn man einfach die Kiste öffnet, fällt man einfach rein. Dann geht das auf. Ach, als ob. Ja, wenn man die Kiste öffnet. Oh mein öffnet, Gott, ist das fällt einfach was runter. Ein dann fällt's, kannst einfach, okay, ich guck mal nach oben. Jetzt hier oben hat der. Glas auch, ja, dass man fast gar nicht sieht, ne? Ja, das, also guck mal, das Glas ist erstmal komplett falsch rumgebaut. Also, er weiß nicht, oben, nicht das oben, ist einfach auf, unten. Nur unten. Und hier oben auch so ein Loch einfach so aus. Also man kann einfach nur so zum Atmen, ne? Ja, einfach so wie so ein Fisch. Naja, also du siehst es schon, das ist echt eine komplette Noob-Base. Okay, aber ich bin jetzt mal gespannt, was du mir zeigst. Okay, ich habe auf jeden Fall ähnliche Gedankenzüge gehabt wie du. Mhm, wir kommen mal rein hier bei meiner Noob-Base. Und zwar auch erstmal asymmetrisch. Oh. Na, du siehst hier links ist ein Grasfleck, hier sind 3 Stück. Oh ja, ja. Dann Zäune. Wollte er halt irgendwie hinplatzieren, aber er hat es nicht geschafft, das perfekt einzuzäunen. Hier siehst du auch das Glas. Das haben wir das Gleiche gedacht. Die Fenster einfach zugebaut. So, und die Fenster, meine ich mal, hier sind einfach so 2 Fenster außen, was gar keinen Sinn macht. Ne? Alter, das macht ja gar keinen Sinn. So, das heißt, hier musst du vorbeischlängeln. Nicht schlecht, aber wenn du, auch hier hängt einfach so ein Glas, hat aus den Rand gemacht, aber ist ihm zu schade abzubauen. Ja. Ne? Ja. So, dann muss man hier so vorbeigehen, dann kann man hier reingehen. So, und das Ding ist, erstmal hat er jetzt hier sein Bett, warum auch immer, hier so um Glas gebaut. Ne? Also wer das ist doch voll kalt, ist gar nicht isoliert dann. Dann hat er eine Kiste, die man gar nicht aufbekommt. Oh mein Gott, stimmt. Und der Ofen ist falsch rum nach links. Ey, Bro, wie kann man so ein Noob sein? Ich weiß, richtiger Noob. Guck mal, auch das Fenster, man sieht ja fast gar nichts. Na, hier unten ist es in der Ecke. Hier ist auch so eine Falle am Eingang, die nicht mal tief ist. Genau, er wollte eine Falle machen, aber man kann halt einfach wieder rausspringen. Oh mein Gott. Das ist das gleiche Ding. Okay. Ja, guck mal, mit dem Knopf hier, okay. Ja. Dann hat er noch hier so einen Weg nach oben gebaut. Oh, was? Aber er hat einfach sein Dach offen gelassen, ne? Oh, Alter.
Alter, wie kann man das? Wie kann man da nicht einfach sein Dach offen. Das heißt, hier, man kann nicht mehr rausgehen, sondern man hat einfach sein Dach offen. Und ja, also das ist halt echt sehr, sehr schlecht von dem, ne? Ja, unglaublich. Okay, aber ich würde sagen, das war bis jetzt unser Noob-Haus. Das heißt, erstmal wieder alles hier rein. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, wie findet ihr unsere Häuser? Ja, welches davon ist schlechter? Können wir euch reinschreiben. Und jetzt kommen wir zu der Pro-Disziplin, Kaspar. Okay, aber heute hat das einen kleinen Twist. Und zwar schau mal rein in der Kiste. In der Kiste ist nämlich gar nichts drin. Denn wir beide, bist du bereit, in Kreativ zu gehen? 3, 2, 1, zack. Wow. So, ich bin jetzt in Kreativ. Und jetzt haben wir nämlich 10 Minuten Zeit. Jetzt können wir eine moderne Base bauen mit allen Sachen, die wir haben wollen. Eine moderne Base. Genau, moderne Base. 10 Minuten, ich stelle mir mal einen Timer hier. Ich stelle mir jetzt auch einen Timer, Leute. Ich bin bereit, 10 Minuten auf dein Kommando. 10 Minuten, Leute, 3, 2, 1, los geht's, bis gleich. Alles klar, Freunde. Und ich hole mir jetzt auf jeden Fall, glaube ich, erstmal Quarz. Das heißt so Quarz-Slabs und Quarz, so solche Block-of-Quarz, so Smooth-Quarz. So, das heißt, dass wir auf jeden Fall alles haben und Treppen. Und dann mache ich jetzt, glaube ich, so die richtig krasseste Base, die man so jemals gesehen hat, Leute. Das heißt, hier erstmal ganz kurz einmal so alles hier so hinmachen. Und ich sag's dir, das wird auf jeden Fall eins der krassesten Bases, die ihr jemals gesehen habt. Das, weil wir auch noch Triple Credit jetzt hier bauen können. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt hier den Eingang. Ich mach den Boden auf jeden Fall auch schon mal einmal ganz kurz nur als Quarz hin, Leute. So, einmal, es geht so viel schneller, ne, wenn man im Creative-Modus ist, Leute. So, und dann kommt erstmal der Boden, erstmal alles hier mit Quarzblöcken. Und Quarz sieht ja allgemein schon gut modern aus, ne? Okay, macht Obsidian-Base, Leute. Macht irgendwie was ganz anderes. So, das heißt, hier kommt jetzt erstmal schön die Quarzblöcke. Das heißt, unsere Wohnung ist relativ klein, aber dafür ist sie halt gleich richtig so, wendelig. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall gleich die Tür rein, Leute. Und jetzt kommt hier quasi schon der Block so rein, Leute. Das heißt, hier ist schon mal der Block. Und das Coole ist jetzt gleich, Freunde, dass wir jetzt, wenn wir das jetzt hier gleich auch nicht haben, noch einen höher bauen. Und dann mache ich das Gleiche jetzt hier mit den Treppen auf der anderen Seite nochmal. Ne? Das heißt, hier einmal zack, zack. Und jetzt kommen die Treppen quasi so falsch herum. Das ist hier so ein cooles Muster halt irgendwie so ergibt. Das heißt, hier einmal die Treppen so machen. Das Ding ist, ich werde mal so gut es geht ausrüsten und allgemein nutzen. Das bedeutet jetzt hier, wir bauen jetzt erstmal direkt nach unten. Ich mach mal so, dass man den nicht abgucken kann, Leute. So, darf ich abgucken. Und zwar machen wir jetzt hier erstmal schön das ganze Ding einmal richtig fett nach oben, Leute. Das heißt, hier einmal zack, die ganzen Wände jetzt hier so ziehen. So, die werden jetzt alle hier gezogen, Leute. So, und zack, 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 zack. Und das Coole ist dann, ich glaube, ich werde die Tür machen mit so Pistons. Bedeutet, ich glaube, wenn ich jetzt das hier so habe, ja, die Pistons, doch, ich glaube, ich mache die von, obwohl von unten, ich weiß noch nicht genau. Okay, pass auf, wir haben jetzt erstmal hier ganz kurz einen so kleinen Kamin, Freunde. Kamin kommt auf jeden Fall schon mal hier so in die Ecke. Da hat man jetzt schon mal so den kleinen Kaminbereich, Freunde. Und dann machen wir natürlich auch noch hier so einen kleinen Ofen hin, glaube ich, so einen kleinen Ofen. Hier auch noch einen Ofen und das haben wir hier auch noch so, vielleicht noch das. Das heißt, hier kommt so der Küchenbereich hin und vielleicht auch noch, hier haben wir auch noch ein Dingens. Einen Kühlschrank, Leute. Okay, der kommt auch nochmal ganz zu sehen. Das heißt, hier ist einfach unsere Küche. Obwohl, nee, warte, ich mache die Küche auf jeden Fall jetzt einfach so. Das heißt, hier ist schon mal die Küche und dann kann man aber hier quasi so runtergehen, Leute. Das heißt, hier bauen wir erstmal ganz kurz ein bisschen nach unten. Und hier wird die ganze Base jetzt hier erweitert. Das heißt, hier geht das Ganze krass jetzt los. Das ist so dieser Wow-Effekt dann, Leute. Das heißt, hier einmal ganz kurz alles hier ausbauen. So, alles einmal ausbauen. Zack, 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 zack. Wir haben immer noch ganz gut Zeit, Leute. 6 Minuten Zeit ist einfach noch in Ordnung. So, dann haben wir erstmal alles hier so schön ausgebaut. So, und zack. Und zwar, man soll oben denken, dass da halt fast gar nichts mehr geht, ne? Dass es so voll dieses langweilige Haus ist. Aber nein, Freunde. Das wird nämlich mega, mega cool aussehen. So, hier einmal alles hinmachen. Zack, zack, zack. Alles ordentlich hinbauen. Dann hier auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz die Sachen hinmachen. So. Und dann kommen wir ja hier quasi durch. Das heißt, man kommt so von unten rein. Und das Ganze wird noch einmal so hier ordentlich hinplatziert, Leute. Und die Decke natürlich auch nochmal einmal ganz kurz hinmachen. Das heißt, die Decke, Leute, wird auch nochmal so zu Quarzblöcken. So, und ich sage euch, diese Quarzblöcke, das wird auf jeden Fall sowas ausmachen, Leute. So, und das Ganze hier auch nochmal, dass wir auf jeden Fall so einen schönen Durchgang haben. Hier auch noch so, zack, zack. So, auch noch so. Okay, der Boden natürlich auch nochmal ganz kurz in so Quarzblöcken. Das hat alles denn sehr, sehr modern gehalten, Freunde. Und dann ist hier unten jetzt auf jeden Fall gleich mal unser Trainingsbereich. Das heißt, hier mache ich jetzt einmal ganz kurz hier so eine Steinleiter hin. Genau, das heißt da hier diese Steinleiter und dann können wir nämlich hier ganz entspannt immer reingehen, Freunde. Und hier ist erstmal so unser,
ja, unser kleiner Willkommensbereich. Denn hier unten, Leute, gehen wir jetzt hier so rein. Und dann kann man jetzt hier nämlich das krasseste Bett so hinbauen, wie es nur geht. Das heißt, hier mache ich erstmal so ein richtig krasses Bett hin, Freunde. Das kommt hier direkt in die Ecke. Und das kommt hier in die Mitte, weil dann können wir nämlich hier auch nochmal, genau, so Nachttische hinmachen. Und mit diesem Nachttisch, ah, das ist ein bisschen zu dunkel. Ich würde sagen, der ist, glaube ich, ja, der ist optimal, Freunde. Und dann kommen wir noch so ein kleines Poster ran hier, Leute. Das heißt hier, kann ich die Poster ranmachen? Hier, da kann ich so die Poster ranmachen. Das heißt hier ist auf jeden Fall unser Schlafbereich. Und das Gute ist halt bei dem, dass wir jetzt hier auch nochmal so die anderen Sachen, das heißt hier bauen wir jetzt erstmal ganz kurz so unser Badezimmer. Ah, jetzt ist der so Gravel, Freunde. Ja, egal, halb so wild. Jetzt kommt nämlich unser Badezimmer rein. Unser Badezimmer muss auch nicht extrem groß sein. Das heißt, einmal ganz kurz hier alles frei machen, Leute. So frei machen, wie es nur geht. So, einmal ganz kurz hier alles frei machen. Auch von den Spinnweben. Wo sind hier Spinnweben? So, und dann haben wir jetzt hier erstmal gleich ein schön großes Badezimmer, Freunde. Ich glaube, hier machen wir einfach unseren absoluten Chill-Bereich, Leute. Das heißt, hier kommt erstmal so ein fetter Pool rein. So, hier ist ein fetter Pool dann gleich. Und dann wird hier alles einmal mit Wasser befüllt, Freunde. Oh, nicht mit dem, sondern mit Wasser. Einmal hier schön Wasser reinmachen. So, damit man hier auf jeden Fall auch gut drin chillen kann. Okay, und dann ist hier so eine kleine, ja, hier kann man auf jeden Fall richtig gut chillen drin, Leute. Das heißt, hier unser Poolbereich. Wenn man aber jetzt hier lang gehen möchte, Leute, denn hier wird es auf jeden Fall jetzt richtig cool. Hier wird nämlich unser Badezimmer jetzt gemacht. Das heißt, hier kommt unser Badezimmer auf jeden Fall hin. So, wir haben auch ein bisschen unter 3 Minuten. Das heißt, wir sind auf jeden Fall noch ganz gut in der Zeit. Jetzt können wir hier schön ein richtig schönes Badezimmer machen. So. Und jetzt machen wir einfach so ein richtig extrem cooles Badezimmer mit so... Ja, mit, das heißt, die Wand ist nicht komplett gleich immer. Ich mache auf jeden Fall den Boden einmal. Der Boden muss auf jeden Fall einmal sein. Und die Wand ist dann nicht so komplett gleich. Das heißt, unser Badezimmer hat auf jeden Fall so einen richtig coolen Touch, Leute. So, zack, einmal hier. Dann der Boden auf jeden Fall einmal gleich. Der muss auf jeden Fall gleich sein, Leute. So. Und dann ist halt, kann man schon so sehen, ist halt alles so ein bisschen mal mehr drin und ein bisschen mehr draußen. Das heißt, hier einmal, dann ist es so. Dann ist das hier einmal so, Leute. Das heißt, hier kommen einmal 2 Sachen an. Die Decke muss auf jeden Fall auch aus Quarzblöcken bestehen. Das ist noch ganz wichtig, Leute. So, das heißt, hier einmal alles schön ranbauen, Freunde. So. Zack. Und hier noch einmal ganz kurz rein. Und dann können wir nämlich hier gleich ein richtig gemütliches Badezimmer reinmachen. So, hier sind ab und zu noch so Steinelemente, Freunde. Die kommen auf jeden Fall nochmal so rein. Zack. Und hier auf jeden Fall auch nochmal die Quarzsachen. Die sieht man dann da hinten auch nochmal ganz kurz. So, und... So, noch die Erde weg. Und dann sieht es nämlich gleich richtig gut aus, Freunde. So, und zack. Und jetzt haben wir nämlich hier schon mal unser kleines oder unser großes Badezimmer. Und jetzt kann man mal so gucken, was wir alle so haben. Wir haben nämlich jetzt hier so eine schöne Badewanne, Leute. Hier ist auch nochmal eine schöne Badewanne. Mit so einem Ding. Hier dann auch nochmal so ein kleines Schild. Und nochmal das hier. Das heißt, hier in der Ecke haben wir so kleine, ja, hier so kleine Sachen. Die sieht auf jeden Fall mal gut aussehen. Dann habe ich hier eine fette Badewanne hin, Leute. So eine schöne Badewanne. Dann kommt hier... Einmal das, die Handtücher, Leute. Die Handtücher kommen direkt daneben. Das heißt, die kommen hier nach oben. So, einmal ran. Das heißt, hier sind dann die Handtücher. Die hängen hier an der Wand. Dann kommt hier nochmal eine schöne Toilette rein, Leute, wo man auch auf jeden Fall auf Toilette gehen kann. Mit auf jeden Fall so einer Spülung, Freunde. Dann noch so einen kleinen Hebel, Toilettenpapier. Das muss auf jeden Fall alles hier rein. Das heißt, hier kommt diese kleine Spülung hin. Toilettenpapier kommt direkt darunter daneben. Und hier das Teil so zum Ziehen kann er auch nochmal hier so nutzen. Und jetzt hier auf einmal ganz kurz hier noch, zack. Oder warte, ja genau so. Das heißt, man kommt hier rein und, sieht man jetzt nicht so optimal, ne? Das heißt, es wird so ein bisschen schräg leider nur. Okay, das ist halb so wild, Leute. Dann machen wir das so hin. Ja, das ist auch perfekt. Das heißt, hier weiß man automatisch, hier ist das Badezimmer. Und ich kann mir auf jeden Fall ein Bad nehmen, Leute. Und da habe ich noch einen Spiegel, ja. Wir haben auf jeden Fall noch einen fetten Spiegel hier, Leute. Das heißt, hier haben wir im Allgemeinen so ein paar Spiegel, die wir nutzen können. Und der kommt auf jeden Fall einmal hier ran, Leute. Das heißt, hier haben wir so einen richtig fetten Spiegel hier dran. Dann hier haben wir noch einmal so einen großen Spiegel. Der kommt dann einmal beim Schlafzimmer hier so in die Ecke, Leute. Ich glaube, dann haben wir schon mal jetzt hier unser Schlafzimmer. Ja, so gut wie es geht, fertig. Und dann kommt auch nochmal hier ein ganz kurzer Spiegel drüber, Leute. So und so. Das ist doch nicht schlecht, Leute. So. Aufhören! Die Zeit ist auf jeden Fall um, Kaspar. Die Zeit ist um. Ja, ich weiß. Okay. Ich bin fertig. Nein, ich bin auch fertig. Ich bin auch nicht fertig. Ich muss sagen, es war nicht genug Zeit. Ja, die Zeit war auf jeden Fall echt. Aber warte mal, ich habe eine Sache vergessen. Das ist mir eingefallen. Ich hab auch was vergessen, sehe ich gerade. So, und zwar. Warte. Okay, bist du ready? Ja, ich bin ready. Okay. Also, wir haben 2 komplett verschiedene Sachen gebaut, sehe ich gerade. Ich sehe es auch gerade. Also, pass auf. Ich habe bei mir, ich muss sagen, ein paar Kleinigkeiten eingebaut. Wollen wir mit deiner anfangen oder mit meiner? Wir können mal mit meiner anfangen. Also, pass auf. Ich habe jetzt hier. So ein kleines, aber feines Haus gemacht. Also ein paar Sachen sind natürlich von außen. Das ist halt so ein... Marmor auf jeden Fall.
jeden Fall eine cool gewählte genau, cool Quarz auf jeden Fall, ja, genau, Quarz. Genau, ja. So, und genau, das Ding ist... cool aus. Auch mit den Treppen und so, finde ich cool. Ja, das ist so, ich habe halt, ne, viel so drin gemütliche Sachen. Das heißt, ja, man kommt cool erstmal hier rein cool und hier, oh, ist halt so der Ofen, boah, ne, wo du so... der Luxus! Hier hast du natürlich, okay, meinen Kuchen drin, aber, Kuchen ganz... aber ein Dach hast du hier nicht, ne? Naja, nee, Dach brauchen wir nicht. Das geht auf jeden Fall direkt Abzüge der B-Note, ja? Dach, okay, Dach brauche ich nicht. So, hier hat man hier Kühlschrank, ne? Hier hast du so einen Ofen. Lecker, da ist so ein Kuchen drin. Aber ich habe halt unten was gebaut. Das heißt, wenn du nach unten gehst und du ankommst, dann kommst du quasi an. Oh mein Gott, Bro, was ist denn das? Spiegel? Das sind Spiegel, das sind Spiegel. Hier bin ich. Hallo. Sehr cool. Okay, so, das Ding ist, so, pass auf, dann hat man hier noch einmal eine King-Size-Bett hier. Eine Gulagoon, wo man so eine Gulagoon, wo man so richtig so Whirlpool. Wie geil. Hier ist so ein kleiner Wasserfall, ne? Ein kleiner Wasserfall. Sehr cool, wenn man mal entspannen will, ja? Safe, wenn man entspannen will, ne? Das ist auf jeden Fall so ein Entspannbereich. Und natürlich ganz wichtig, nachdem man hier... Die Spinnweben da oben kannst du aber mal wegmachen, ne? Die Spinnweben gehören dazu, zu einem Flair. Das ist ja ekelhaft. So, und dann hat man nochmal hier mein gutes Marmor-Badezimmer. Oh. Mit hier sogar mit einer Spiegelwand, mit so kleinen Töpfchen-Dängern. Alter, Selfie, grinsen, hallo. Selfie, hallo, hallo. Hallo, okay, so, man kann dir natürlich auch ein Bad nehmen, ne? Auch wichtig, du kannst ja ein Bad nehmen. Ich kann dir auch so... Ja, du kannst natürlich auch spülen und alles. Aber nee, das ist halt so, ich habe so viel, ich musste halt viel ausbauen, das war das Problem. Krass, ja, und das, die Zeit, und das Schild hier oben, ne? Das ist ein Jungs. Ja, habe ich auch gesehen, das Kloschild, ganz wichtig. Okay, dann gehen wir mal sehr zu dir. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir gehen mal zu mir rüber. Ich muss sagen, also deine ist auf jeden Fall viel besser ausgestattet. Meine ist längst nicht so gut ausgestattet. Okay, aber du hast anscheinend andere Sachen gemacht, sehe ich gerade, ne? Genau, ich gebe dir eine kurze Info, nicht einfach so jeden Hebel jetzt drücken, okay? Auch im Haus drinnen. Okay, also man hat erstmal. Ist es dein Teddybär? Das ist Teddy, mein Kollege. Okay, das ist Teddy, dein Kollege. Damit man auch sieht, dass das hier mein Haus ist, weißt du? Hast du einen Obsidian-Kasten hast du gebaut. Es ist so eine moderne Kastenvilla. Du siehst schon direkt, wenn du drauf guckst, hier gibt es ja keine normale Tür, wie komme ich rein? Ja, dann geh mal rein. Okay, ich schätze mal so. Mit einem Fahrstuhl. Okay, das mit dem Fahrstuhl ist schon cool gemacht, ne? Und das hast du hast die Lucky-Blöcke ja noch nicht gesehen, guck mal. Und zwar geben die nämlich, ich sag's jetzt einfach mal, weil mach die bloß nicht auf, dann geben nämlich Pech minus 80. Was? Oha, okay, dann mach ich das jetzt gar keinen Fall auf. Das heißt, wenn ein Einbrecher kommen sollte, dann macht er den auf und denkt so, oh geil, ein Lucky-Block und es wird wahrscheinlich direkt. Okay, oh, aber sehr dunkel gehalten bei dir, ne? Ja, es ist, ich mag das ja nicht. Und hier liegt einfach so Salat, oder? Ja, hier ist die Küche, damit bin ich leider noch nicht fertig geworden. Ich habe gerade angefangen, hier die Küche zu bauen. Die Küche von einem Junggesellen oder so, ne? Ja, die Küche. Bücherregal auf jeden Fall. Bücherregal, man muss ja auch lernen und so, das gehört dazu. Du siehst schon, es ist auch nicht so krass wie bei dir hier so. Also, warte mal, hier mein Bett. Jetzt, ach, das Bett war auch zugebaut, ne? Okay. Genau, hat man hier einfach eine Toilette neben dem Bett? Einfach so neben dem Bett ist das Klo. Okay. Also, das ist aber noch nicht alles. Pass auf. Ich will dir mal was zeigen. Komm mal, jetzt geh mal nach draußen. Ja, am besten. Da musst du hier am besten kurz rausfliegen. Und stell dich bitte mal hier auf die Mauer rauf, okay? Okay, warte. Einfach nur hier draufstellen. Ich gehe auf die Mauer rauf. Und jetzt guck auf mein Haus, okay? Ich werde jetzt nämlich in meinem Haus einen Hebel umlegen. Und dann guck mal. Hinter dir. Bist du bereit? Hinter dir? 3, 2, 1. Bam! Oh Gott. Okay, was und jetzt? Passiert? Ja, guck hin! Wow! Was? Oha. Eine Falle! Das ist eine Falle! Oha, Alter! Und das heißt, wenn jemand angreift, dann kann ich sozusagen TNT zünden. Und jetzt pass auf, guck mal dahin bei der... Geh mal zur Kuh, bleib da bei der Kuh, pass auf. Ja, ich bin bei der Kuh, Ich bin bei der Kuh, und jetzt? Muss ich selber hier kurz hochfahren, so. Und es geht los. 3, 2, 1. Wow! Was? Es spawnen Kühe? Ja, es spawnen ganz viele Kühe. Ich habe eine Essensfarm gebaut. Ach, eine Essensfarm. Ja, gut, im Kühlschrank. Ja, weißt du, du musst ja immer deinen Gästen auch ein gutes Steak anbieten. Ist ja ein edles Haus. Da hast du recht. Und was war unten noch bei dir drin? Was ist hier unten? Das ist einfach nur der Hebel. Da geht das los. Ich kann das vor meinem Haus aus zünden. Das ist also das Coole. Okay, weißt du? Also wir haben auf jeden Fall zwei komplett verschiedene Häuser gebaut, was auf jeden Fall auch echt cool ist, muss ich sagen. Ja, safe. So, einmal hier raus. Und ich würde sagen, die Leute können auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr heute cooler findet. Und das soll es auf jeden Fall gewesen sein, Kaspar. Ciao, ciao. Das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Messe möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier das Video aus, Leute. Einfach raufklicken und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.